Juan Bernat ist zu uns gekommen und will erstmals unsere Fragen auf Deutsch beantworten. Juan, servus, schön, dass du da bist. Servus. Juan, 2 Jahre bist du jetzt schon beim FC Bayern in Deutschland, in München. Wie wohl fühlst du dich hier in Deutschland? Und gibt es irgendwas, was du aus Spanien vermisst? Die Sonne zum Beispiel. Ja, ich fühle mich sehr gut hier in München. Aber natürlich, ich vermisse das spanische Wetter und meine Familie und Freunde. Was ist für dich nach 2 Jahren München typisch bayerisch? Müller. Müller. Kurz und knapp. Thomas Müller also. Mir san mir ist ja der Begriff, der für den FC Bayern steht. Was bedeutet dir das? Bedeutet, dass wir eine Familie sind. Nicht nur die Spieler und den Club, sondern auch die Fans. Alles zusammen. Das bedeutet für mich, mir san mir. Juan, wenn du sagst, der FC Bayern ist für dich deine Familie, was bedeutet dir aber deine wirkliche Familie? Alles, weil meine Familie alles mir gegeben hat und ich bin, was ich bin, durch sie. Was wärst du eigentlich geworden, wenn du kein Fußballer geworden wärst? Schwierige Frage. Keine Ahnung, aber sicher etwas mit dem Sport. Zum Glück aber bist du Fußballer geworden, nur so konntest du jetzt auch eben hier beim FC Bayern spielen. Ihr spielt in der Mannschaft auch viel auf der Konsole. Wer ist denn der beste FIFA-Spieler in der Mannschaft? Juan Bernat oder ein anderer? Muss ich das sagen? Natürlich ich. Natürlich du. Mit wem spielst du? Ich habe mit Douglas gespielt, aber wir haben verloren. Das Spiel ist nice. War nicht gut. Also lieber nicht drüber sprechen. Ja. Okay, zurück zum realen Fußball. Du hast mit Bayern 2-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen. Was ist dein großes Ziel? Der Gewinn der Champions League? Ja, wie jede Saison, alle möglichen Titel zu gewinnen. Aber speziell für mich, Champions League war cool, weil ich noch keine Champions League-Titel habe. Mittlerweile sprichst du schon sehr, sehr gutes Deutsch, muss man sagen. Also Kompliment dazu. Wie schwer fällt es dir, denn Deutsch zu lernen? Ja, am Anfang war es sehr schwer. Jetzt spreche ich schon besser. Trotzdem muss ich mehr sprechen. Ich weiß das, aber ich bin ein bisschen introvertiert und traue mich oft nicht. Sprichst sehr gut. Sprichst du denn viel mit den deutschen Teamkollegen Thomas Müller? Oder nur bayerisch? Ist ein bisschen anders, ein bisschen schwieriger. Aber ja, normalerweise probiere. Aber wie habe ich gesagt, ich bin ein bisschen introvertiert. Das ist ein Problem für mich. Es werden auch viele Sprachen gesprochen in der Mannschaft. Eins vereint alle, das ist der Spaß. Wer ist denn der größte Spaßvogel in der Mannschaft? Ja. Ich höre immer Franck Ribéry oder wer anders? Auch, aber Rafinha, weil er immer lacht und andere zum Lachen bringt. Sehr gut, Juan. Vielen Dank, das war's schon. Schön, dass du zu uns gekommen bist und ja, ab jetzt alle Interviews auf Deutsch, oder? Nur dies. Ja, ich probiere. Sehr, sehr gut. Vielen Dank. Vielen Dank dir. Vielen Dank. Danke. Danke sehr.